Hallo alle, heute ist wieder YouTube-Zeit. Ich bin auf dem Weg zur Vertriebsoffensive. Das ist die Veranstaltung von Dirk Kräuter. Und ich habe gedacht, bevor ich den Dirk wirklich im Echt erlebe, drehe ich dieses Video, wo ich euch erzähle, was ich bis jetzt von Dirk gelernt habe, ohne 1 Euro auszugeben. Weil der Dirk, der erzählt unheimlich viel kostenlos. Und ich habe unheimlich viel von ihm schon gelernt. Aber jetzt gehen wir gleich zu den Inhalten. Jeder, der noch nicht Dirk kennt, Dirk Kräuter ist der Europas erfolgreichste Verkaufstrainer. Und sein Ziel ist, bis 2020 eine Million Menschen zum besseren Verkäufern trainiert zu haben. Wenn ich es jetzt richtig ausdrücke. Also, der Dirk ist ja so um die 50 Jahre alt. Und ich finde es immer so cool, dass er ist immer noch begeistert wie ein Kind. Er wohnt ja jetzt seit kurzem in Dubai und was er immer von Dubai berichtet, der ist einfach immer dabei, so wow, guck mal was hier ist und seine Begeisterung ist bodenlos. Also von dieser Einstellung kann man einfach lernen, wie man so begeistert sein kann wie ein Kind, egal wie man alt ist. Dann redet er oft über Titanic-Film, wie du false Glaubenssätze von den Titanic-Film lernst. Das ist echt witzig. Titanic-Film ist ja, glaube ich, jetzt schon 20 Jahre alt. Und damals kann ich mich erinnern, vor 20 Jahren habe ich auch gedacht, dass es komisch ist, dass in den Filmen wird so dargestellt, dass wenn du neu reich bist, ist es nicht akzeptabel. Du musst quasi reich geboren sein. Dass wenn du neu reich bist, ist das nicht akzeptabel. Dirk redet über andere Sachen bei Titanic-Film, aber das ist mir in dem Film im Kopf geblieben. Aber finde ich interessant, dass man von den gleichen Filmen so viele verschiedene Sachen über Geld nehmen kann. Dann redet der Dirk oft über false Glaubenssätze, dass man muss, besonders im Verkauf und überhaupt im Leben, false Glaubenssätze abschaffen. Ich habe viele falsche Glaubenssätze von meiner Mutter bekommen. Zum Beispiel eine ist, werde nie ein Unternehmer und versuche nie was zu verkaufen. Weil sie sagt, das Verkaufen ist wie Betteln. Und zum Beispiel, wo ich Kind war, durfte ich nicht zum Pfadfinder gehen, weil bei uns in Finnland muss man bei Pfadfinder so Schildle oder irgendwas verkaufen, um den Verein zu unterstützen. Und meine Schwester war im Chor und sie musste jedes Jahr 10 so Hefte verkaufen, wo Werbung drin war. Und meine Mutter hat immer gesagt, na, mein Kind geht nicht und verkauft nicht diese Hefte, sondern sie hat diese Hefte dann alle 10 abgekauft von meiner Schwester und somit hat sie den Verein unterstützt und meine Schwester musste nicht verkaufen, weil meine Mutter hat gesagt, verkaufen ist betteln. Und wenn dann andere Kinder zu unserer Tür kamen, wir haben immer alles gekauft. Jeden Scheiß, die verkaufen wollten, haben wir immer gekauft, weil meine Mutter haben diese Leute immer so leid getan. Und von Dirk habe ich endlich gelernt, dass man muss sich nicht schämen, dass man verkaufen mag und das toll findet. Und dass es überhaupt okay ist, Unternehmer zu sein. Gut, das habe ich schon längst kapiert, aber das mit dem Verkaufen hat Dirk mir noch ganz deutlich gemacht. Dann redet der Dirk ganz viel über geistige Brandstiftung. Finde ich gut, da sage ich jetzt keine Beispiele, weil da ist der Dirk der Meister. Bin gespannt, was ich da jetzt bei Vertriebsoffensive am Wochenende von neuen Sachen in der Richtung lerne. Und falls geistige Brandstiftung dir nichts sagt, dann hör einfach Podcast von Dirk oder schau seine YouTube-Videos an und so weiter. Dann habe ich von Dirk gelernt, never kill the messenger. Das ist Englisch und das heißt auf Deutsch, direkt gesagt, nie den Botschafter töten. Also jemand, der dir was erzählt, musst du nicht töten. Also gut, das ist jetzt dumm gesagt, aber die Idee dabei ist, dass wenn du irgendwas lernen kannst von irgendjemandem, wo du vielleicht nicht so viel von ihm oder von ihr hältst, aber sie hat oder er hat was Gutes zu sagen. Und Dirk sagt dann oft, du kannst ja von jemand, sagen wir so 80%, was er sagt, ist gut. Das 80% nimmst du für dich oder nur das 10%, was er sagt, ist gut, nimmst du für dich und den Rest lass einfach liegen. Es gibt niemanden, wo du sagst, alles, was er sagt, ist super. Und dann einfach das mitnehmen, was du von derjenigen lernen kannst, egal was das für ein Mensch ist. Wenn das für dich Sinn macht, dann einfach mitnehmen.
Dirk, sein Traum war, im Ausland zu leben, und jetzt wohnt er ja in Dubai. Dirk sagt immer, finde deinen Traum. Also mein Traum ist überhaupt nicht, nach Dubai umzuziehen. Das wäre eigentlich eine Horrorvorstellung für mich. Mein Traum ist, irgendwo zu leben, mitten in Natur, dass wenn ich morgens aufstehe, kann mein Kaffee auf der Terrasse trinken, ich sehe niemanden, ich höre nur die Natur. Und das ist mein Traum. So weit wie es geht von Menschen und überhaupt nicht irgendwo, wo viele Häuser stehen, sondern nur Natur um mich herum. Und da kommt man ja dann zurück zu diesem Never Kill the Messenger. Weil Dirk sagt ja nicht, dass jeder, der seine Sagen toll findet, muss nach Dubai umziehen, sondern jeder muss sein eigenes Traum finden. Dann sagt der Dirk oft, sei frech und ehrlich. Okay, eigentlich sollte ich sowas überhaupt nicht zuhören, weil ich bin immer ehrlich und immer frech. Und wenn der Dirk das noch sagt, dann werde ich noch ehrlicher und noch frecher. Aber so ist es halt. Kann man nichts dafür, aber eigentlich sollte jemand zu mir sagen, hey, sei ein bisschen weniger ehrlich und ein bisschen weniger frech. Dann sagt er dir, du musst dich nicht schämen, wenn du Arbeit liebst. Das ist echt wahr. Es wird ja so viel von dieser Work-Life-Balance gelabert. Aber Dirk sagt, du musst doch nicht sagen, dass das Arbeiten ist nicht dein Leben. Du darfst deine Arbeit lieben, und das heißt dann trotzdem nicht, dass du dich dabei kaputt machst. Aber für viele Unternehmer ist halt das Arbeiten auch die Hobby, das Leben, einfach alles. Und du musst nicht dich dafür schämen, wenn das für dich auch der Fall ist. Natürlich mag ich auch ab und zu Urlaub machen, aber mir wird es echt sehr schnell langweilig im Urlaub. Und wenn ich dann Urlaub mache, dann mag ich gern was unternehmen im Urlaub. Also für mich wäre das keine tolle Vorstellung, eine Woche auf dem Strand zu liegen und Buch zu lesen. Ich lese gern Bücher, aber nicht den ganzen Tag auf dem Strand. So, dann sagt der Dirk, neue Sprachen erweitern dein Denken. Ich spreche ja 6 Sprachen. Ich würde sagen, ich kann gut unterhalten in 4 Sprachen. Und die 2 Sprachen, die sind ein bisschen schwächer, aber ich kann das auch gut verstehen, worum es geht, wenn es auf Spanisch oder auf Schwedisch geht. Und Dirk sagt, das neue Sprache erwartet dein Denken. Und das ist für mich dann auch so ein Aha-Moment gewesen. Aha, deswegen habe ich vielleicht so weites Denken, weil ich so viele Sprachen kann. Und bei jeder Sprache denke ich mal ein bisschen anders. Und das fand ich jetzt eine tolle Sache, zu verstehen, warum mein Kopf so ist, wie das halt ist. Weil ich bin mit vielen Sprachen nicht aufgewachsen, aber seit ich 18 bin, hatte ich mit sehr vielen Sprachen zu tun. Ja, okay, in der Schule hatte ich auch 5 verschiedene Sprachen, aber egal, auf jeden Fall bin ich mit Sprachen sehr viel unterwegs. Okay, was ich an Dirk bewundere, ist, dass er ist immer korrekt. Ist echt witzig. Er interviewt manchmal Leute, wo ich denke, oh mein Gott, wie Dirk, wie kannst du nur Dirk, wie kannst du nur mit solchen Leuten überhaupt zu tun haben? Aber da kommst du wieder zurück zu diesem Never Kill the Messenger. Und Dirk ist immer korrekt, egal was für Leute er trifft, er bleibt immer korrekt. Und was ich auch toll finde, ist, dass wenn er Leute interviewt, dann sagt er nicht immer am Schluss, ja, finde ich toll und super, und tut nicht alles wiederholen, was derjenige gesagt hat, sondern lässt denjenigen weiterreden. Die Interviews von Dirk, was er führt, sind einfach super informativ. So, eigentlich wollte ich bei Punkt 10 aufhören, aber jetzt habe ich noch 2 Punkte. Von Dirk habe ich auch gelernt, unterstütze die anderen. Der Dirk hat ja Karriere von vielen Menschen unterstützt und habe oft das Gefühl, dass er versucht nicht gegen Leute zu kämpfen, sondern er pusht die Leute hoch und unterstützt so viele Leute. Und dann noch der letzte Punkt. Ich folge ja in Social Media und YouTube und was weiß ich, ganz viele prominente Leute. Und versucht dann immer wieder mir einzubilden, hey, du kannst doch nicht immer den Dirk zuhören und hör auf jetzt einmal den Dirk zuzuhören und hör doch mal jemand anders. Aber egal welchen Podcast oder was weiß ich versuche anzuhören, am Schluss komme ich immer wieder zurück zu Dirk, weil das einfach so toll finde, was er so für Arbeit macht. Also Dirk, freue mich dich morgen wirklich auf der Bühne in echt zu sehen. Und für alle anderen, buch auch ein Ticket für Vertriebsoffensive. Tschüssele!